Meine lieben Phantasmagoria-Freunde, seien wir ganz recht willkommen hier in dem letzten Kapitel. So, Kapitel 7. Wir haben eine Menge Scheiße hinter uns gebracht, wir haben eine Menge Scheiße gesehen. Und jetzt geht die größte Scheiße erst los, Freunde, das kann ich euch sagen. Vorab ein paar Anmerkungen zu meiner Vorgehensweise, die ich jetzt so geplant habe. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze relativ zügig zu beenden. Was heißt beenden? Dass wir in den Endkampf, in den Bosskampf kommen. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, die ein wenig länger ist. Das heißt, wo wir ziemlich flüchten müssen und da muss dann auch tatsächlich jeder Klick sitzen. Das habe ich jetzt ein, zweimal durchgespielt. Das heißt, ich müsste, wenn ich mich richtig daran erinnere, wissen, wie es geht. Das heißt, dass wir das auch komplett sehen, um dann hinterher in den tatsächlichen Bosskampf zu kommen. Ne? Dazu werde ich gleich später mehr sagen. Wir sind jetzt im 7. Kapitel. Wir können uns jetzt hier noch relativ frei bewegen. Allerdings dürfen wir nicht mehr das Labor betreten. Wenn wir das Labor betreten, geht die Endsequenz los und... Jetzt, Adrian, ich hab ja schon gesagt, hätte eigentlich ich bin weg hier, Counter gebraucht. Da können wir, glaube ich, nochmal gucken, da wird sich, glaube ich, nicht viel verändert haben. Wir können uns jetzt hier im Haus relativ frei bewegen. Will sagen, dass wir, ich will euch jetzt noch ein paar Sachen generell zeigen. Jetzt will ich nochmal ganz kurz hier ins Badezimmer gehen, ob es da, weil ich meine, irgendwo erinnere ich mich, dass auch in dem Spiegel noch eine Sequenz zu sehen ist. Aber so aktuell, nee, glaube ich das nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. Gut. Ich möchte so ein paar Sachen zeigen, die ich dann ignorieren werde. Hier beispielsweise diese wunderbaren Baby-Singer. Ich möchte es euch nur von vornherein zeigen. Ihr seht, der Bill von der Baby ist zerstört. Hier liegt eine Schäbel, die lassen wir aber liegen. Wir könnten die jetzt mitnehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Ende zu spielen. Ne, ich habe es testen müssen, denn ich habe mir ja die GOG-Version gekauft, hatte ich ja gesagt, weil ich das mit dem CD-Wechsel nicht hingekriegt habe, aber marginal jetzt. Man kann jedes Kapitel auch einzeln spielen. Ich habe das ein paar Mal durchgezockt und wenn man das allein nur spielt, dann hat man zumindest das Kreuz nicht und man muss auch sonst noch ein paar Sachen im Haus organisieren. Ne? Das dann auf der Flucht und ich habe mich entschieden, das mit der Flucht zu spielen. Das mit dem Kreuz brauchen wir theoretisch nicht, aber ich fand die Sequenz da irgendwie ganz schön, ganz drin. Will ich noch ein paar Sachen zeigen, ein paar extra Boni, denn wir werden noch ein paar Tote finden. Ich sag jetzt nichts, um wen es sich handelt. Ich bin total nervös und wir gehen jetzt hier mal wieder raus. Und gut, wir können jetzt da wieder runtergehen. Pardon, sie. Und wenn wir jetzt, ich glaube hier in diesem Zimmer, ich glaube wir werden jetzt nicht mehr viel entdecken. Wenn wir jetzt hier in diese Dunkelkammer gehen, ist es vorbei. Ne? Also dann ist es wirklich, ne, das hat sich auch nicht mehr verändert. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Und ihr werdet sehen, was passiert ist. Wir wollen ja Dawn Redner, sie wollte Dawn Redner zerxockt, ne? Und können wir hier nochmal, das weiß ich gar nicht, weil ich bin da eigentlich dann nur noch straight durchgelaufen. Haben wir da noch irgendwas? Der Spiegel, ja, aber der sieht aber ganz normal aus. Okay, geht's auch. Ne, geht's hier direkt an die Schublade. Okay, das heißt, viele neue Sachen. Warte mal, was. Warte. Mal ganz kurz gucken. Nur des Pianowegs. Bam, bam, bam. Gut, wir haben sie gesehen, ne? Mit ihrem Freund, ne? Gaston, ne? Und. Gut, okay, jetzt will ich aber noch mal ganz kurz hier drin gucken. Und zwar, komm, klicken wir mal weg. So, bitte sehr. Okay, denn, ich glaube, dass der... Oder hat man das schon gesehen? Moment, klickt doch bitte mit Ralph, Baby. Der Ring. Ja, genau. Er ist weg. Der Ring ist weg. Wo habe ich ihn nur hingelegt? Wo habe ich ihn nur hingelegt? Baby, glaubst du tatsächlich, du hast ihn weggelegt? Glaube ich, wie naiv bist du, Kind? Mensch, ist doch unglaublich. Drück ich direkt mal weg. Da können wir nicht reingucken, da können wir nicht... Sehen wir mal ganz kurz gucken, ob... Ach, scheiße. Ob von den Zigaretten noch mehr fehlen. Flumdi-dumdi. Es waren zwei drin. Ne? Ich meine,
ändert sich auch nicht viel dran, glaube ich. Ja, sind immer noch zwei. Gut, dann gehen wir mal runter. Denn ich muss euch noch was anderes zeigen. Wenn wir gehen runter, na, ist natürlich siebte Kapitel, bedeutet, ne, wir gehen zu die Wahrsageautomat. Na, in jedem Kapitel sind wir gegangen zu dem Wahrsageautomat, aber der Wahrsageautomat ist leider nicht mehr in Aktion. Er hat uns gesagt, ne, das Böse ist da, wir sollen unser Seelenheil suchen oder Erlösung oder was weiß ich. Das passte mit der Übersetzung nicht, aber egal. So, gehen wir nochmal raus. Mit anderen Worten, wir haben Gummifenster. Nein, natürlich nicht. Wir kommen nicht mehr raus aus dem Bums, Freunde. Wir kommen nicht mehr raus aus dem Bums. Hat sich hier noch was... Nee, glaube ich nicht. Gut. Gut, also wir kommen nicht mehr raus aus dem Bums. In der Küche ist auch nichts mehr. Was ich noch nie probiert habe, danach nochmal in den Keller zu gehen. Da will ich nochmal ganz kurz runter, Freunde. Seid mir nicht böse. Das muss ich nochmal ganz kurz checkern. Pass mal auf. Flumm, dumm, dumm. Genau, mach auf. Ich klicke auch ein bisschen ab. Flumm. Weil da bin ich im siebten Kapitel noch nie gewesen, Freunde. Auch jetzt bei meinen ganzen Versuchen nicht mehr. Weil da ist doch aufs... Ihr erinnert euch, da war doch ein Geheule und hier die Handschellen und überhaupt und sowieso. Aber ich glaube, die nimmt sie nicht mit, ne? Genau, ich glaube nicht. Gut. Okay. Alright, dann gehen wir raus. Leute, wir gehen jetzt raus. Ja. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen mal raus. Wir gehen jetzt unserem Schicksal folgen. Voraus. Zurück, was immer. Ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt versuchen werde, da lebendig durchzukommen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Liebe Leute, ich weiß es einfach nicht. Wir werden sehen. Pass mal auf, genau, klicker das mal ab. Schön, tschüss. Wumm, dumm, dumm. So. Ihr seht, ich bin ein bisschen nervös, because habe einen sehr wütenden Clickfinger. So. Habe ich noch irgendwas vergessen? Normalerweise, ich habe sonst immer die, oder öfter, ich habe das ja zweimal, dreimal schon gespielt, irgendwie so im Laufe der Zeit, habe ich immer die kurze Fassung gespielt. Das heißt, ich habe dann die Utensilien, die ich für den Endkampf wirklich brauchte, habe ich organisiert. Warte mal, ich muss ganz kurz mal hier eine Speicherung machen, speichern an aktueller Position stellen. Und habe mir im Vorfeld dann die Dinger besorgt, die ich brauchte. Und dann kannst du das Ding, ne, ohne Jagd und so weiter und ohne Flucht klar machen. Allerdings werden wir jetzt da reingehen und danach werde ich vermutlich nicht mehr ganz so viel sagen, denn da muss ich mich echt konzentrieren, dass wir das irgendwie überleben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich gebe mir Mühe. Liebe Leute, es war schön mit euch. Wir gehen da jetzt mal rein. Genau, ich muss jetzt erst die CD wechseln, das machen wir mal ganz kurz. So, meine Leute, das sind wir. Und dann geht's jetzt los. Thank you.
Oh mein Gott! Gefällt dir meine Arbeit? Der Körper einer Frau ist wunderbar, aber der Kopf nutzlos. Du bist großartig, Adrian. Ja. Du warst immer eine gute Ergänzung. Okay, also Frauen steht da schon noch der gute Dorn, aber er steht nicht mehr auf die Köpfe. Das sind, wir haben ja Ähnliches schon gesehen bei Kano. Jetzt kämpfen sie, jetzt muss ich hier, ne? Ihr erinnert euch wahrscheinlich an das Abflussreiniger, ne? Den haben wir selbst gekauft. Und jetzt rettet er uns in der Tat den Arsch und wir, ne? Wir hauen jetzt mal ab. Jetzt schreie nicht wie ein Mädchen, Alter, du hast die ganze Scheiße angefangen, beziehungsweise... Adrian! So, jetzt, ich hoffe nur, dass ich das alles richtig mache, aber das ist eine ziemlich wilde Klickerei hier, die Scherbe, die müssen wir jetzt nämlich mal nehmen. Und das Ganze geht auch ein bisschen auf Zeit und deswegen darf ich nicht groß... Adrian! Ja? Okay, die Scherbe scheint gesessen zu haben, dann schläge ich die schnell weg und jetzt mal weiter. Okay, aber das müssen wir hier, der Drache zeigt den Weg, wir gehen da mal rein ganz schnell und... Ich hoffe, da darf ich mich jetzt nicht verlaufen, weil das Ding ist nämlich echt tricky. Und das ist wirklich very, very tricky. So, pass mal auf, hier, das sehe ich noch gerade hier. Nee, dreh mal, wir müssen irgendwie weg. Weg. Party Time! Party Time, was soll das? Wie wär's mit ein bisschen Liebe? Ja, ist ja Liebe. Alien, bist mal auf, wir hauen jetzt erstmal ab, was denn nochmal? Wir gehen erstmal raus. Komm, Jumper. Nur springen! Das Problem ist, wir haben echt nicht ewig Zeit hier, das ist nämlich jetzt das Ding. Und das Problem ist, renn mal weiter. Ja, genau, pass mal auf, renn mal. Ich muss jetzt nämlich so mit zwei Monitoren spielen, das ist, ne, beziehungsweise ein kleines Fenster, ein großes Fenster, ihr wisst das, ne? Noch tiefer ist in der Regelfälle keine gute Idee, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Okay. So, pass mal auf. Jetzt tricky, da sind wir lang, ne? Wenn wir da jetzt reingehen, rennen wir in die Arme, wir müssen hier lang. Pass mal auf. Nein, ich habe mich verklickert. Nein, verdammt ist. Das ist halt, ne? Pass mal auf, jetzt wird er uns fangen. Ich glaube, er wird uns jetzt fangen. Ne? Vielleicht haben wir Glück. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Jetzt wird auch noch mein Antivir läuft jetzt gerade durch. Ja, super. Okay, weil ich sehe jetzt gerade nicht so das verdammte Antivir, komme ich jetzt nicht raus. Gut, dann muss ich auf das Ding kommen. Pass auf, Adrian, klick nochmal hier drauf, mal gucken. Ey, ohne Scheiß, jetzt läuft. Ich sehe jetzt hier, wo Adrian gerade ist, sehe ich mein Antivir-Dings durchlaufen. So, pass mal auf, jetzt ganz kurz gucken. Jetzt müssen wir hier. Adrian, da, genau. So, und die Szene, die wollte ich euch jetzt eigentlich nur zeigen, die brauchen wir jetzt theoretisch nicht. Wir hätten jetzt auch anders prügeln können. Allerdings, ich weiß nicht, ob, weil ich jetzt viel Zeit verschwendet habe, weiß nicht, ob es trotz allem funktioniert. Ihr seht jetzt hier, da fällt sie hin. Da tropft Blut. Cyrus hat es nicht geschafft. Den wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, den lieben Cyrus. Deswegen, jetzt müssen wir natürlich erstmal weiterrennen. Hier waren die Särge, ne? Adrian! Und erstens, wie gefällt dir mein kleines Geschenk? Super, gefällt mir gut. Hier wäre nämlich das Kreuz jetzt drauf gewesen. Wenn wir das Kreuz jetzt nicht hätten, ne, dieses Kreuz hier, und das haben wir ja bei der Tante gekauft, würde jetzt hier das Kreuz von der Tante drauf liegen. Ne? Weil, wie gesagt, ich hatte schon mal gesagt, man kann alle Titel unabhängig voneinander spielen. Aber jetzt, Adrian, beeil dich, das ist so... Der klang ziemlich nah. Ich hasse Antivirenprogramme, die einfach loslaufen. Ich könnte kotzen. Ich hoffe, dass es im Bild nicht zu sehen ist.
Sonst muss ich den ganzen Scheiß noch mal machen. Aber ich hoffe, das nicht. Es ist wieder weg. So, ne? Adrian! Adrian! Wuhu! Adrian! Wo bist du, Liebling? Adrian? Liebes! Ich fühle mich heute wirklich nicht gut! Warum machen wir nicht ein Picknick? Heute ist ein guter Tag dafür! Adrian! Adrian! Warum kommst du nicht raus und spielst mit mir? Allein macht es keinen Spaß! Na, die Szenen wollte ich euch einfach noch zeigen, ob wir das Kreuzung brauchen oder nicht, aber auch den toten Cyrus natürlich noch, ne? Ist immerhin unser Angestellter gewesen und war nett und, ne? Die Katze hat er nicht umgebracht, das war tatsächlich Dawn. Ne? So, hier das Ding wegstellen, jetzt muss ich hier... So, was müssen wir... Ne? Okay, das heißt... Ne? Er ist jetzt erstmal nur zersemmelt worden, ne? Und jetzt müssen wir ganz kurz gucken. So, wir haben jetzt das Kreuz haben wir sowieso. Wir müssen jetzt hier weitergehen und okay, ja, wir haben wahrscheinlich zu viel Zeit verloren. Okay. Du warst ein böses Mädchen, Adrian. Ich kann dir nicht länger trauen. Du zwingst mich dazu. Ich muss dich bestrafen! Tja, ich hab mich leider echt dummerweise verklickt, Leute. Aber das machen wir jetzt noch weiter. Folge ist eh jetzt beendet. Und dann hoffe ich, dass ich beim nächsten Mal einen perfekten Run hinkriege. Nein, doch, bitte nicht! Da kam das noch dazwischen. Ich hoffe, man sieht das auf der Aufnahme nicht. Lief nicht ganz so gut, aber ich kriege das hin. Jetzt sehen wir mal den einen Tod von Adrian jetzt. Ich werde übrigens noch eine Folge machen mit den ganzen Toten, die hier so auf uns warten. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich das beim nächsten Mal dann hinkriege. Dann werde ich auch dann den kompletten Kampf, wir werden dann den ganzen Rest in einer Folge drehen. Könnte eine längere Folge werden, aber wenn ich jetzt geschafft hätte, ne, was ich nicht habe, dann ne, hätten wir jetzt noch den Endkampf. Aber wir gucken mal, liebe Leute. Ne, nächstes Mal geht es dann nochmal ins Eingemachte. Macht ihr gut, euer Spielkind 45 sagt ciao, ciao.